Ja, hallo, Ann Lorenz von der Freiburger Straßenschule. Vielen Dank für die Einladung, hier zu dir ins Büro kommen zu dürfen, um dir ein paar Fragen zu stellen. Was magst du uns von dir und der Straßenschule erzählen? Ja, ich mache seit 4 Jahren jetzt die Leitung der Freiburger Straßenschule. Die Freiburger Straßenschule ist eine Einrichtung für Jugendliche, junge Erwachsene, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, hier in Freiburg. Das heißt, das sind junge Menschen zwischen 15 und 30 ungefähr, die entweder wirklich wohnungslos sind oder eben ja, in prekären Wohnsituationen sind. Prekäre Wohnsituation, sorry, dass ich gleich einhake, würde auch bedeuten Stress zu Hause oder sie finden nichts. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Oder? Genau, also das sind oft junge Menschen, die noch irgendwo untergekommen sind, gerade irgendwo mitwohnen, aber wo einfach, sag ich mal, der Wohnraum wirklich nicht mehr gesichert ist und die einfach den größten Teil ihrer Zeit auf der Straße verbringen und ihren Lebensmittelpunkt dort haben. Und genau, und die jungen Menschen versuchen wir zu erreichen. Das machen wir über verschiedene Projekte. Wir machen einmal klassische Straßensozialarbeit, Streetwork, sind 3-mal in der Woche hier in der Innenstadt unterwegs, haben gleichzeitig in dem Bereich auch unser Streetmobil, das ist der bunte Bus, der 1-mal in der Woche vorm Theater steht, wo wir einfach nochmal präsent sind in der Innenstadt. Der dient auch natürlich der Öffentlichkeitsarbeit, aber er soll einfach auch nochmal ein Anlaufpunkt sein für junge Menschen, die wir nicht finden in Freiburg. Weil es ist inzwischen so, dass nicht alle Menschen, die, sag ich mal, diesen Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, sieht man das so an, sondern die zum Teil... Kleidungstechnisch meinst du? Ja, genau. Zum Teil sieht man das denen nicht an. Die legen da auch sehr viel Wert drauf. Mhm. Nicht alle von den jungen Menschen sitzen auch in der Innenstadt und schnorren oder betteln vielleicht. Und viele von denen finden wir so auf die Art und Weise gar nicht mehr. Und ja, das soll einfach nochmal für die ein Ort sein, wo sie nochmal Kontakt zu uns knüpfen können, einen Kaffee mit uns trinken können, uns kennenlernen können und unser Angebot ja, kennenlernen können. Wie viele junge Menschen gibt es da in und um Freiburg? So Pi mal Daumen. Das ist ganz schwierig zu sagen, wie viele es tatsächlich sind. Mhm. Wir haben im Jahr so Kontakt zu 450 verschiedenen Menschen. Ui. Genau, der Altersschwerpunkt liegt so bei 18, 19, 20. Viele sind... haben auch so eine Jugendhilfekarriere hinter sich. Also die werden dann mit 18, entweder kommen sie aus der Jugendhilfe raus. Wir versuchen halt, die Leute zu erreichen und ein bisschen auf eine sehr, sehr niederschwellige Art auf sie zuzugehen und ihre Bedarfe, sag ich mal, oder ihnen die Zeit zu geben, auf uns auch zuzukommen, wenn sie das wollen. Mhm. Weil viele von den jungen Menschen haben natürlich, alle haben ihre Erfahrung. Ich meine, es gibt die verschiedensten Gründe, warum ein junger Mensch auf der Straße landet. Und viele von denen haben aber sehr, sehr schwierige Beziehungen zu Erwachsenen erlebt und auch zu Sozialarbeitern, zu Ämtern und so weiter und haben da erstmal gar keine Lust drauf. Und das heißt, wir bieten uns einfach erstmal an als Kontaktperson, als Ansprechpartner, als kontinuierliche Ansprechpartner. Aber gleichzeitig sind alle unsere Angebote freiwillig. Das heißt, keiner von denen muss. Die können auch einfach nur zu uns kommen und die Infrastruktur nutzen, genau in unserer festen Anlaufstelle und müssen uns gar nichts erzählen, also über sich. Die müssen uns nicht ihren richtigen Namen sagen am Anfang, die müssen im Prinzip gar nichts, außer sie wollen es. Und wir sind einfach als Ansprechpartner da. Genau, die feste Anlaufstelle, wo ich gerade schon von gesprochen habe, ist bei uns in der Schwarzwaldstraße. Das ist eine Tagesanlaufstelle, die immer mittags offen ist, 4 Stunden, montags bis freitags. Und dort, genau, das ist ein Rückzugsort für die, wo sie mal aus der Öffentlichkeit zurückkommen. Ein bisschen Wohnzimmer auch. Sie können dort aber eben auch die Infrastruktur nutzen. Sie können dort duschen, Wäsche waschen, kochen, Internet nutzen. Wir haben dort Schließfächer, wo sie ihre Sachen mal unterstellen können. Und dann können sie dort vor allem auch eine Postersatzadresse einrichten, damit sie für Ämterangelegenheiten auch erreichbar sind. Weil sobald man, sag ich mal, Arbeitslosengeld beantragen möchte, muss man postalisch erreichbar sein. Okay. Und mit dem Konto, wie funktioniert das? Können die sich das dann auch bar abholen? Oder? Die können das per Scheck bekommen. Ah. Also die möglich, wenn sie kein Konto haben, dann kriegen die einen Scheck zugeschickt. Okay. Und dann funktioniert das auch ohne Konto.
Also du hast ja gesagt, sehr niederschwellig. Das heißt, der Hauptkontakt findet statt, dass ihr hingeht, euch vorstellt und dann den Raum gibt, um langsam eine Beziehung aufzubauen, dass ein Vertrauensverhältnis stattfinden kann, um so ranzukommen. Ja, das ist der eine Weg, ist tatsächlich, dass wir den Erstkontakt irgendwie auf der Straße zu denen bekommen. Die andere Möglichkeit ist, dass sehr viel über Mundpropaganda auch passiert. Also das heißt, wenn die in der Szene drin sind, werden die mitgebracht von anderen zu uns in die Anlaufstelle und kommen dann direkt in die Anlaufstelle. Genau, also das sind so die zwei Wege, die es gibt. Oder tatsächlich, sie werden halt von anderen Stellen, also von offiziellen Stellen, von Ämtern oder von der Jugendberatung vermittelt. Also da passiert schon auch viel, was die Vernetzung angeht. Zum Beispiel, wenn das Kontaktnetz, also die Straßensozialarbeiter von der Stadt, jemand Jungen irgendwie antreffen, dann schicken die den auch zu uns, weil wir eben den Fokus auf die Jungen haben. Okay, das heißt, ihr arbeitet da Hand in Hand. Genau. Und wir machen es aber auch andersrum, wenn wir jemand Älteren treffen, wo wir sagen, wir sind nicht mehr zuständig, dann schicken wir den zum Kontaktnetz. Und so, da findet eine sehr gute Vernetzung einfach statt, weil ja, Freiburg ist auch nicht so groß, da kennt man sich natürlich. Ja. Es gibt viele Arbeitskreise, wo einfach übergreifende Themen von der Wohnungslosenhilfe, aber auch von der aufsuchenden Arbeit gibt es nochmal einen extra Arbeitskreis, wo man sich vernetzt und einfach gemeinsame Themen dann auch angeht. Okay. Wie ist die Akzeptanz in der Freiburger Bevölkerung, was eure Arbeit angeht? Also ich war den Tag in einer anderen Organisation und da ging es auch um Sachspenden und die hießen, hey, die Freiburger spenden extrem viel, sodass die da aus dem Vollen schöpfen können, sage ich jetzt mal. Also wir haben eine sehr große Spenderdatei, sag ich mal so. Wir haben sehr viele Leute, die uns unterstützen. Es ist, sag ich mal, wenn man den Bedarf anschaut von jungen Menschen auf der Straße, natürlich irgendwo nie genug. Aber ich erlebe gerade hier in Freiburg eigentlich eine sehr große Akzeptanz. Es gibt auch ein großes Interesse an unserer Arbeit in der Öffentlichkeit. Gerade die Hochschulen oder auch Schulen und so weiter, die laden uns ganz oft auch ein, dass wir einfach über unsere Arbeit berichten, weil, ja, weil da ein großes Interesse besteht. Und es ist auch in unserem Interesse, das Thema in die Öffentlichkeit zu rücken. Also das sehen wir auch als Teil unserer Aufgabe an, das Thema Wohnungslosigkeit, Armut in Freiburg, Deutschland, wie auch immer, auch in den Fokus zu rücken. Weil gerade in einer Stadt wie Freiburg denkt man oft, hier gibt es gar keine Wohnungslosen, weil es ist ja eigentlich eine sehr wohlhabende Stadt zu einem Teil. Und das ist, ja, das finde ich schon wichtig, das auch in der Öffentlichkeit so zu präsentieren. Und dann, klar, ist es natürlich, ist es ein schwieriges Thema und manchmal werden die Gruppen, die jetzt in der Stadt unterwegs sind, auch als störend wahrgenommen. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil die sind manchmal nach außen hin sehr rau, vor allem wenn sie dann in Gruppen auch unterwegs sind. Für uns ist es natürlich leichter zu verstehen, weil wir die Hintergründe kennen. Wenn jemand die Hintergründe nicht kennt, dann verstehe ich auch, dass da zum Teil Vorurteile entstehen und einfach da, sage ich mal, auch ja, Klischees, sage ich mal, entstehen, was diese Gruppen angeht. Und das ist total verständlich und es ist schwierig, dahinter zu kommen. Und ich erlebe in unserer Arbeit hier einfach, dass ja, jeder von den Menschen hat eine Geschichte, aber es dauert oft sehr, sehr lange, bis man da auch hinkommt an dem Punkt mit den jungen Menschen, dass sie die tatsächlich teilen. Okay. Und im Normalfall, wenn die geteilt haben, dann ist es total verständlich, warum sie in der Situation sind, in der sie sind. Und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass keiner der jungen Menschen freiwillig auf der Straße ist. Manchmal äußern die das anders, also manchmal sagen die, ja, mir geht's hier gut und ich möchte momentan nichts anderes, aber ich glaube, dass das immer an irgendeinem Punkt im Leben sich wieder dreht, dass es von den jungen Menschen eine Flucht nach vorne ist, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen haben und auch kein Netz hatten, kein Hilfenetz hatten, wo sie irgendwie aufgefangen werden konnten. Und das ist eine Überzeugung, die ich habe, dass keiner von denen freiwillig auf der Straße ist. Okay, was ja ein super wichtiger Punkt ist, weil wenn wir gerade bei Klischees sind, ne, dann dieses Selbstschuld und ist ja tolle Geschichte und du sagst aber, die Geschichten, die dahinter sind, sind eher so, die wünschen sich alle Stabilität, so wie wir natürlich auch und die wünschen sich jemanden, der für einen da ist und sie würden dann wahrscheinlich lieber eher heute als morgen wieder zurück in irgendeine Wohnungssituation kommen. Ja, unterschiedlich. Also ich glaube, dass sie sich alle Stabilität wünschen. Es gibt trotzdem sehr unterschiedliche Lebensentwürfe. Also nicht alle von denen haben diese klassische Vorstellung, ich möchte in eine WG oder in ein Haus mit Zaun und Garten. Da gibt es schon sehr unterschiedliche Lebensentwürfe, die sich aber natürlich auch
verändern über die Zeit, wo die jungen Menschen dann auf der Straße sind. Weil das Leben auf der Straße ist sehr prägend, glaube ich, für eine Biografie. Unabhängig davon, wie lange das geht, oder? Ja, umso länger, natürlich umso prägender ist es auch, aber es ist ein Überlebenskampf. Also ich bin immer wieder, ich habe den allergrößten Respekt vor jungen Menschen, die wirklich komplett auf der Straße leben und Platte machen, wie man es so schön nennt. Weil das ist hart, das Leben. Und ich habe da großen Respekt vor. Und mich wundert es oft nicht, dass die andere Themen in ihrem Leben nicht hinbekommen, dass sie es nicht schaffen, irgendwie auf die Ämter zu gehen, Anträge auszufüllen, weil die sind so damit beschäftigt, überhaupt erstmal durch den Tag zu kommen, zu schauen, wo kann ich hingehen, um was zu essen bekommen, wo schlafe ich heute Nacht, habe ich genug Decken, habe ich genug Klamotten und so weiter, da bleibt nicht mehr so arg viel Zeit übrig. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also jetzt auch, wenn es draußen frühlingshaft ist, normalerweise hätten wir jetzt tiefsten Winter. Du sagst, Straßenschule in der Schwarzwaldstraße ist 4 Stunden am Tag offen. Was machen die dann abends und nachts und wo kriegen sie was zu essen her? Ja, also ich meine, es gibt viele, viele Angebote in Freiburg von der Caritas, von der Diakonie. Es gibt den Essenstreff, es gibt die Pflasterstube, die vormittags offen ist, wo man frühstücken kann. Man kann sich schon so durch den Tag hangeln. Okay. Ich meine, nachts gibt es im Notfall die Notübernachtung der Stadt, die Oase. Welche Übernachtungsmöglichkeit könntest du empfehlen, sage ich jetzt mal, für junge Menschen? Kann man das so sagen oder ist das naiv gedacht von mir? Es gibt keine. Also so wirklich okay. Notfallübernachtung für junge Menschen gibt es in Freiburg keine. Es ist immer, wir sagen immer, hast du nicht noch irgendwie Bekannte, bei denen du unterkommen kannst? Wir haben auch keine Notfallübernachtungsplätze. Es ist immer so ein Thema, was ich im Hinterkopf habe, wo ich immer am Überlegen bin, ob das mal sinnvoll wäre, sowas einzurichten. Aber es ist, gestaltet sich natürlich schwierig, zu sagen, wie trifft man dann der Auswahl. Ja, ja. Ich meine, klar, Finanzierung ist natürlich das Thema, wo man schauen muss, wie kann man sowas finanzieren. Aber eigentlich gibt es nicht wirklich eine gute Lösung für junge Menschen, wenn die wirklich jetzt von einem Tag auf den anderen auf der Straße landen. Weil wir haben zwar Wohnprojekte, wo wir ambulant begleiten, aber das läuft eben mit Begleitung übers Amt für Soziales oder übers Jugendamt. Und das ist natürlich erstmal eine Hürde zu nehmen. Genau, und da ist natürlich, da gibt es dann Erstgespräch, da muss der Antrag gestellt werden, es muss geklärt werden, wie die Finanzierung von dem Wohnraum auch passiert. Das ist nichts, was innerhalb von 2 Tagen passiert, sondern das ist, wenn es schnell geht, sage ich mal 2 Wochen, kann man das relativ schnell, wenn wir was frei haben natürlich, das kommt auch dazu. Natürlich. Wir haben meistens eine Warteliste und haben keine freien Plätze bei uns in den Wohnprojekten auch. Und da muss man immer gucken. Ja, also so schnell geht es dann bei uns auch nicht. Und gibt es hier sowas wie, ich kenne es aus Berlin, dass es im Winter dann so eine Winterbusse gibt, die sagen, ab einer bestimmten Temperatur fahren wir rum und gucken? Nee, also es gibt, in Freiburg ist es die Oase. Also da ist die, wenn da wirklich... Aber die fahren ja nicht von sich aus rum, oder? Nee, die werden dann von der Polizei gebracht und da muss aber eine Meldung quasi sein. Aber das wäre ja ein Appell an die Freiburgerinnen und Freiburger, gerade im Winter zu gucken, geht es irgendjemand nicht so gut, weil es sowas nicht gibt und dann eher Feuerwehr oder Arzt oder so zu rufen und zu sagen, kümmert euch um die Person, oder? Ja, ich meine, das machen jetzt die Straßensozialarbeiter von der Stadt auch zum großen Teil. Ich meine, die wurden jetzt ja um viele Stellen erweitert und die sind jetzt auch wirklich zu an Wochenendzeiten, werden die unterwegs sein, also die sind gerade noch im Aufbau. Und das ist so der erste Schritt dahin, also das wird auch denen ihre Aufgabe sein, sage ich mal so, da besser drauf zu achten, wo ist ein Mensch wirklich in einer Notlage, um dann einfach jemanden tatsächlich im krassesten Fall vom Erfrierungsschutz, also von Erfrierung noch zu schützen. Ja. Und da ist dann aber, die werden in die Oase gebracht. Okay. Das ist dann der Ort, wo da zuständig ist. Weil ich kenne es in Berlin, dass sie dann zum Teil die U-Bahnhöfe nachts aufmachen, wenn es zu kalt ist, dass du sagst, Worst-Case-Szenario, die möchten nicht in irgendwelche Institutionen, dann können sie wenigstens da rein. Aber das gibt es ja hier alles nicht. Nee, das gibt's nicht. Also man muss schon auch sagen, dass die Zahlen sind natürlich sehr unterschiedlich, was Freiburg und was Berlin angeht nochmal. Und wir sagen immer, wir reden hier wirklich von Straßenjugendlichen, jungen Menschen. Aber Straßenkinder gibt es in Freiburg keine. Okay. Also wir haben immer mal wieder in Einzelfällen sehr junge Leute, so die 14, 15 sind. Das ist so das Jüngste, was uns begegnet. Ich meine, die sind dann auch, die schauen wir natürlich, dass wir die sehr, sehr schnell von der Straße bekommen. Da springt dann auch ganz schnell der Kinderschutz natürlich an. Ja. Und die Einzelfälle gibt es, aber ich sage mal, Gott sei Dank sind es wirklich nur Einzelfälle hier in Freiburg, wo wirklich so ganz junge Menschen auf der Straße landen. Okay.
Mhm. Nochmal zurück zu dir, wenn ich darf. Du hast gesagt, du hast die Leitung vor, ich glaube, 4 Jahren übernommen. Mhm. Warum Freiburg? Warum Freiburg? Ich habe in Freiburg studiert, genau an der Katholischen Hochschule. Und ja, Freiburg ist, ich komme ursprünglich vom Bodensee, das heißt, es ist nicht so weit weg und trotzdem weit genug weg gefühlt. Okay. Ein Teil meiner Familie ist hier, also meine Schwester ist hier mit ihrer Familie, was für mich sehr wichtig ist einfach. Und genau, ich war dann nach dem Studium 2 Jahre im Ausland, habe dann meinen Mann kennengelernt und bin damals mit ihm hierher gekommen und habe Freiburg ausgesucht, weil ich wusste, Freiburg ist eine sehr internationale Stadt, eine sehr offene Stadt. Es ist, ja, und ich habe Freiburg immer gemocht und ich dachte, ach, zum Wiedereinsteigen, sage ich mal so, ist Freiburg eigentlich perfekt. Und es ist für mich nicht, also ich bin auch nicht so der ganz Großstadtmensch. Mhm. Und Freiburg ist immer noch so, ist groß genug, aber nicht zu groß. Und das war für mich einfach der Reiz und die Sonne. Ja, da gibt es eine Menge Teile, das stimmt. Freiburg sehr bunt. Ich habe dein Team hier schon kennenlernen dürfen. Mhm. Auch sehr, sehr bunt und sehr unterschiedlich. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn du mit jungen Menschen redest, dann reagieren die sicherlich auch auf unterschiedliche Charaktere. Die einen suchen eher so den Kumpeltyp, mit dem sie reden können. Der andere soll eher vielleicht ein bisschen, was weiß ich, gesetzter wirken oder so. Und entsprechend hast du auch dein Team ausgewählt? Oder wie stelle ich mir das vor? Teilweise. Also ich meine, viele aus meinem Team waren schon da, wo ich gekommen bin. Wir haben erstaunlicherweise keine hohe Fluktuation bei uns im Team, was schön ist. Also wir haben einige Mitarbeiter, die über 10 Jahre da sind. Das heißt, die waren einfach auch schon da. Und ich habe von meinem Team jetzt 2 Mitarbeiter tatsächlich besetzt. Mhm. Wie habe ich die ausgesucht? Also ich meine, es war einfach schon wichtig, dass es passt im Team. Dass sie so, ich sag mal so, Menschen, die Straßensozialarbeit machen, also gerade dieses Streetwork-Thema, das sind sehr spezielle Menschen, die diese Art von Arbeit wählen. Diese niederschwellige Arbeit, dieses wirklich auf die Straße gehen, das ist schon ein besonderer Arbeitsbereich und es muss passen. Und ich habe aber das Gefühl, dass auch Leute, die sich auf so eine Stelle bewerben, da merkt man relativ schnell schon im Bewerbungsgespräch gefühlt, wenn man sagt, okay, die Arbeitszeiten sind so und so und das ist so der Hauptfokus. Und wir arbeiten auf die und die Weise, dass wir einfach wirklich diesen Ansatz haben, dass wir nichts vorschreiben, sondern die Leute auf uns zukommen lassen. Und auch unsere Ziele sind ja immer die Ziele des jungen Menschen. Wir schreiben eigentlich so gut wie gar nichts vor. Ich meine, klar, ich sag mal, wenn im Wohnprojekt ist es ein bisschen hochschwelliger, da müssen wir Hilfepläne und sowas schreiben, wo natürlich Ziele formuliert werden müssen. Aber gerade in den niederschwelligen Angeboten auf der Straße und in der Anlaufstelle kommt es einfach komplett auf den jungen Menschen an. Und es ist eigentlich sehr klassische soziale Arbeit, aber es ist auch was, wo man akzeptieren muss, dass wenn die Leute die Hilfe nicht annehmen wollen, das sagst du, ist okay, dann muss man das auch ertragen können. Ja, und müssen sich nicht abgelehnt fühlen oder zu sagen, ich muss dir aber helfen und okay. Ja, und auch man muss es ertragen, dass man zuschauen muss, weil die jungen Menschen einfach die Verantwortung für ihr Leben haben und wir es denen auch lassen. Und manchmal ist es schwierig, weil wir natürlich den Impuls haben, ach komm, ich mach das schnell für dich. Und dann müssen wir aber eben schauen, nee, weil die sollen es ja lernen. Und das ist immer so ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, weil wir im Prinzip oft wenig Zeit haben tatsächlich auch. Die Kapazitäten sind irgendwo beschränkt und es würde viel schneller gehen, wenn wir das schnell machen. Aber wenn wir den Fokus auf den jungen Menschen legen, ist das einfach dieses Spannungsfeld, wo wir uns drin bewegen, wo wir sagen müssen, nee, der junge Mensch muss das selber lernen, weil er muss ja, das Ziel ist ja immer, dass sie irgendwann ohne uns klarkommen. Genau, also Stichwort Partizipation, ne? Genau. Ich kenne es aber auch aus dem Krankenhaus, da ist das Gleiche. Du bist im Alltag und sagst dir, okay, Eigenständigkeit fördern und Verantwortung übernehmen versus ich habe einen sehr straffen Zeitplan und muss mich aber darum kümmern bei der ganzen Sache. Ja. Genau, ja. Ja, aber glaube ich mit speziell, also was mich an deinen Leuten so fasziniert ist, das hat ja fast schon familiären Charakter, aber es sind halt doch alle super individuell und es ist schon spannend, die so zusammenzusehen. Ja. Ja, ich meine, die sind auch, verstehen sich alle sehr gut, sind auch zum Teil befreundet privat. Das hat natürlich immer Vor- und Nachteile, aber generell ist es natürlich, wenn man sich gut versteht im Team und miteinander gut kommunizieren kann, ist es förderlich für eine Zusammenarbeit. Und dadurch, dass alle unsere Projekte so ineinander verschränkt sind,
es ist ja auch wichtig, dass, also die Kommunikation ist das Allerwichtigste, der Austausch, klar. Ja. Weil man ja nicht immer wieder mit Leuten von vorne anfangen muss, nur weil dann jemand anders mit dem gerade arbeitet. Mhm. Und das ist ja eines der wichtigsten Punkte bei uns. Okay. Gibt es irgendeine Anekdote aus dem Team oder wo du sagst, das ist dir so besonders in Erinnerung geblieben? Ich habe tatsächlich vor 2 Wochen was sehr Spannendes erlebt. Mhm. Wir haben einen jungen Menschen, der war 3 Jahre bei uns im Wohnprojekt, mhm. Ist damals bei uns angekommen, aus der Oase tatsächlich, wurde uns vermittelt und ist bei uns angekommen, ist dann bei uns eingezogen und es war ein junger Mann, der null Selbstvertrauen hatte. Mhm. Also der hat immer alles, was passiert ist, hat er sofort auf sich bezogen und immer war die ganze Welt gegen ihn. Mhm. Und er hat sich wahnsinnig schwer getan, überhaupt irgendwie eine Perspektive zu finden. Mhm. Weil er hat dann versucht, Praktika zu machen oder zu hospitieren und dann hat er verschlafen und dann hat er sofort aufgegeben. Weil, also dem sind auch wirklich immer wieder erstaunliche Sachen passiert, wo man dachte, das ist doch einfach ungerecht, dass gerade ihm so Sachen passieren. Weil er bezieht sie dann auch sofort auf sich. Mhm. Und der hat in den 3 Jahren einfach wirklich durch die Begleitung gelernt, ja, sich ein bisschen selbst zu vertrauen. Schön. Und seine Richtung zu finden. Und ist jetzt in einem FSJ seit August. Cool. Ist jetzt seit 4 Wochen im eigenen Wohnraum. Wir haben den begleitet, also wir begleiten ihn noch weiter jetzt im eigenen Wohnraum, damit der Übergang einfach, sag ich mal, gewährleistet ist, dass das alles gut klappt. Und genau, und das Witzige tatsächlich ist, dass ich vor 2 Wochen einen Anruf bekommen habe von einem jungen Mann, der gesagt hat, wir machen gerade Seminarwoche und haben da so verschiedene Themen und wir haben das Thema Wohnungslosigkeit und würden gerne bei Ihnen vorbeikommen, um einfach ein bisschen was über Ihre Arbeit kennenzulernen. Und dann habe ich gesagt, klar, können wir machen. Und dann sind die zu 5, 6 wollten sie vorbeikommen. Mhm. Und dann kamen die mittags hierher und dann war er in dieser Gruppe dabei. Okay. Der junge Mann. Und ich wusste das nicht. Und ich so, was machst du denn hier? Er so, ja, das ist meine Seminargruppe. Toll. Und dann saßen wir hier zusammen und das war wirklich total nett, weil ich habe dann angefangen zu erzählen und habe mich dann immer so ein bisschen beobachtet gefühlt, weil da natürlich jemand sitzt, der so davon alles live erlebt hat, ja. Und er hat dann aber, er war total offen, hat dann von sich erzählt, hat Beispiele von sich eingebracht, seine Mit-Seminar, also aus dem gleichen Seminar, haben dann auch ihn gefragt, warst du damals auch in der Oase und so weiter. Mhm. Und er war da total offen und ich habe ihn so anders erlebt, wie wo er bei uns angekommen ist, wo er wirklich sagt, hey, ich stehe zu meiner Lebensgeschichte, mhm. ich habe daraus das und das und das mhm. gelernt und kann deswegen jetzt mhm. so mit meinem Leben weitergehen. Und das war wirklich... das war wirklich einfach so ein Moment für mich, wo ich dachte, es ist so schön, das zu sehen. Und das sind so Momente, die einen dann natürlich motivieren. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage, weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, du musst auch lernen, das auszuhalten und zuzuschauen, dann kostet die Arbeit sicherlich auch Kraft. Ja? Mhm. Und sind das dann so die Geschichten, die dich tragen? Oder wo ladet ihr euch wieder auf, wenn ihr... Also auf jeden Fall. Also auch wenn man, sage ich jetzt mal, nach außen hin gefühlt wenig Erfolgserlebnisse, sage ich jetzt mal so, hat, weil wir kriegen immer wieder die Frage, ja, wie viele Erfolge habt ihr denn wie viele Leute kommen denn in eigenen ja. Wohnraum? Und ich sage dann meistens, wir sehen Erfolge halt viel, viel kleiner. Mhm. Bei uns ist es, sage ich mal, ein Erfolg, wenn wir jemanden auf der Straße kennenlernen mhm. und ihn einladen, zu uns zu kommen in die Tagesanlaufstelle und er kommt am nächsten Tag tatsächlich. Cool. Und ja, man bekommt einfach so, ich sag mal, zwischen den Zeilen bekommt man sehr, sehr viel von den jungen Menschen zurück. Und wenn es nur irgendwie, ja, einfach irgendwie die Wertschätzung ist, dass sie bei uns in der Einrichtung sich wohlfühlen oder sagen, hey, voll cool, dass irgendwie es gerade was zu essen gibt. Also es sind dann oft so kleine Gesten, die einem so, ja, die einem, wo man merkt, hey, wir machen was richtig in unserem Job. Die Leute kommen zu uns, die möchten zu uns kommen. Mhm. Die kommen vielleicht zu uns, obwohl sie in andere Einrichtungen nicht gehen, mhm. weil wir den Arbeitsansatz haben, den wir haben. Und es funktioniert irgendwo. Ja. Und das ist für uns so das, was, ja, was einen dann auch motiviert ja. und die Energie wieder ja. auflädt. Das merkt man schön dir und deinen Leuten auch an, dass ihr voll mit dem Herz dabei seid. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, es geht nicht anders mhm. In dem Job. Ich glaube, da muss man so ein bisschen...
mit dem Herz dabei sein. Und dann muss man immer aufpassen, dass man nicht zu arg reinrutscht. Den Abstand, den findet. Okay. Genau. Dann kommen wir eigentlich auch schon zur Abschlussfrage oder zum Abschlussstatement, besser gesagt. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten da draußen mitgeben möchtest? Also Bürgerinnen und Bürger oder irgendwas, wo du sagst, das liegt dir noch besonders am Herzen? Ja, für mich ist immer so der... Also was für mich so ein Aha-Effekt war, wo ich angefangen habe, bei der Straßenschule zu arbeiten, ist, zu mir hat mal ein junger Mensch gesagt, das Schlimmste für ihn ist, ignoriert zu werden. Okay. Das betrifft, in der Situation hat es tatsächlich wirklich die Straße betroffen. Der saß auf der Straße und hat um Geld gebeten. Und er sagt ganz oft, kommt gar keine Reaktion von den Menschen und man wird ignoriert. Und ich glaube, das ist so das Schlimmste für Menschen, ob sie jetzt jung sind oder älter, die auf der Straße leben. Okay, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen deswegen ignorieren, weil sie Angst haben, dass man dann an ihnen zieht oder dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann vielleicht eher aus Scham dran ja, vorbeilaufen. Ja, mit Sicherheit. Ich sag mal so, das kann natürlich auch passieren, aber im Normalfall ist es total okay, den jungen Menschen zu sagen, ich habe gerade kein Geld oder ich kann dir gerade momentan nichts geben. Aber so dieses komplett nicht beachtet werden, das ist, glaube ich, was die jungen Menschen oft in ihrem Leben einfach erlebt haben, in verschiedensten Situationen, dass sie einfach nicht wichtig waren für ihre Eltern, für Sozialarbeiter, für wie auch immer, oder dass sie ganz oft nur negative Aufmerksamkeit bekommen haben oder dann auch vor allem Dinge tun, damit sie überhaupt eine Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, es ist ja so, negative Aufmerksamkeit, das ist besser als keine. Und das ist dann, da, ich sag mal, ich glaube, mit Ignoranz fördert man eher dann auch vielleicht ein Verhalten, was sie eigentlich nicht an den Tag legen würden. Okay. Okay. Weil wenn man freundlich mit den Menschen umgeht und ihnen sagt, ich habe gerade momentan nichts, dann habe ich bisher immer die Erfahrung gemacht, dass es für die total okay ist. Dann sagen die, alles klar, schönen Tag noch. Und dann sagt man, schönen Tag noch. Okay. Und aber dieses, ja, dieses Nicht-Beachtet-Werden, was sich dann eben, sag ich mal, was vielleicht auf der Straße wirklich anfängt und aber sich natürlich schon auch durch die Bereiche zieht, was Ämter, Politik, wie auch immer betrifft. Weil ich sag mal so, wenn ein junger Mensch dementsprechend aussieht und vielleicht zum Jobcenter kommt, wird er anders behandelt, wie wenn er mit uns dorthin kommt und das klar ist, da ist ein Sozialarbeiter mit dabei. Der hat vielleicht geachtet, dass alle Dokumente mit da sind und das ist wie gesagt zum einen auch verständlich, weil diese Vorurteile kommen irgendwo her und manchmal sind sie auch nicht unberechtigt, aber generell da einfach offen zu sein und vielleicht ein bisschen weiter zu denken und zu sehen, hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Und, also nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern man weiß nicht, was genau da ist. Und das hattest du auch vorhin schon mal gesagt, dass du davon ausgehst, die sind da nicht freiwillig. Genau, das also da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass die haben irgendwas Dramatisches erlebt, dass sie diesen Schritt auf die Straße gemacht haben. Ich sag mal, für mich ist immer eine Flucht nach vorne. Und ich glaube, wie gesagt, dass keiner freiwillig auf der Straße ist von den jungen Menschen oder auch von den Älteren. Okay. Allerletzter Punkt, was ist mit Sachspenden? Ist das eine Alternative, dass wenn ich sage, ich möchte kein Geld geben oder aus welchen Gründen auch immer, dass ich sage, was weiß ich, die haben Hunde dabei. Ne? Klar, ist eine Schutzfunktion, dass man denen Hundefutter mitbringt oder fragt, hier, möchtest du irgendwie was aus dem Lebensmittelladen haben oder so? Das geht auch. Auf jeden Fall. Ich glaube, die sind über alles dankbar. Okay. Und im Normalfall sind die auch so offen, dass die einem dann sagen, ob sie was haben wollen oder nicht. Aber anbieten auf jeden Fall. Okay. Also wenn man irgendwie was dabei hat, einen Apfel oder sowas. Kann man dann fragen. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Okay, gut. Anne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche weiterhin dir und deinem Team alles Gute für eure wertvolle Arbeit. Und wir sehen uns bestimmt an anderer Stelle nochmal wieder. Dankeschön. Danke.